Ein Labor, jede Menge Mäuse. An ihnen scheint der Corona-Impfstoff zu wirken. Grundsätzlich bin ich sehr optimistisch. Wir haben ja schon herausragende Ergebnisse. Sie müssen bedenken, wir haben jetzt schon nach halbes Jahr, nachdem wir den Erreger neu kennengelernt haben, Impfstoffprüfungen laufen. Aber das Virus wehrt sich heftig. Man sieht ganz gut im Moment an den USA, dass die Zahlen jederzeit wieder ansteigen können. Derweil kommt Russlands zweifelhafter Impfstoff. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die ohnehin schon etwas kritisch sind gegenüber Impfstoffen und auch gegenüber diesem neuen Impfstoff, dass deren kritische Haltung jetzt natürlich noch mal befeuert wird. Arbeit unter Druck, mit Vorsicht. Wir sind Hessens Forschern auf der Spur. Das Institut für Virologie an der Uni Marburg. Die gelben Kleckse stellen fiese Viren dar. Da drin ist das Hochsicherheitslabor Biosafety Level 4, BSL4. Mehr geht nicht, kann hermetisch abgeriegelt werden. Hier lagern für die Wissenschaft die gefährlichsten Viren der Welt. Wir sind verabredet mit Cornelius Rode. Du machst das. Hallo. So, hallo. Geht's es gut? Waren Marburger Virologen, die auch ein Mittel gegen Schweinegrippe fanden. Und ihre Ebola-Forschung ist weltweit renommiert. Seit Februar arbeitet Rode, Doktor der Biologie, an einem Impfstoff. Schon Vorläufer SARS hat ihnen viel Arbeit gemacht. Das ist der Vorläufer? Im Flur hängt ein Bild des alten Virus. Genau, das ist das SARS-Virus, was 2003 zu einem Ausbruch in China geführt hat. Rein optisch kann man die beiden Viren, also das SARS-Coronavirus von 2003 und das SARS-Coronavirus 2, was aktuell die Pandemie eben auslöst, ganz schwer unterscheiden. Sie unterscheiden sich dann im Detail, was ihr Genom angeht und die Sachen, die sie in der Zelle machen, haben aber auch sehr viele Ähnlichkeiten. Und rein optisch, wie gesagt, sind sie einfach geradezu identisch. Rode sagt, sie haben den Impfstoff schon seit Monaten. Ergebnis eines Verbunds von Forschern in Hamburg, München und Marburg. Das Mittel besteht aus abgeschwächten, genmanipulierten Kuhpockenviren. Ob das wirkt, ist unklar. Rode muss testen und nochmal testen im Hochsicherheitslabor an arglosen Mäusen. Die gelben Ungetüme kennt man aus Katastrophenfilmen. Es gibt sie wirklich. Da geht kein Molekül mehr rein. Der Anzug wird ständig mit gefilterter Pressluft aufgepumpt. Drinnen ist es laut. Rode trägt Ohrschützer. Genau, wir haben in dem Anzug stetig einen Überdruck. Das bedeutet, dass gar nichts in den Anzug eindringen kann. Es ist wirklich die ganze Zeit wird Luft reingepumpt, sodass dann gewährleistet wird, dass gar nichts in den Anzug eindringen könnte, selbst im Falle des Falles. Und geben Sie es zu, Sie wollten Astronaut werden schon mal, oder? Den Wunsch hatte ich noch nicht, nein. Aber der Anzug vermittelt einem oft den Eindruck, dass man hier doch astronautenähnlich unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist dann doch noch mal eine andere Hausnummer als das hier, ja. Erstmal warten, bis der Luftdruck stimmt. Los geht's. Der Weg ins Sicherheitslabor. Wir dürfen ihn erstmals filmen. Es geht durch mehrere Schleusen. Die Wände alle aus Stahl. Und noch eine Tür. Was später in Tests mit Menschen passiert, wird erstmal an zahlreichen Mäusen ausprobiert, in unterschiedlichen Mengen. Eine Art Vorkoster der Wissenschaft. Bei den Mäusen wird natürlich der Impfstoff auch getestet. Das heißt, die Mäuse werden geimpft und anschließend infiziert. Und man guckt eben, ob der Impfstoff die Mäuse schützt vor dem Virus und ob es ihnen besser geht durch den Impfstoff. Wird es funktionieren? In Marburg wird am Impfstoff gearbeitet, um Corona zu verhindern.
An der Frankfurter Uniklinik sucht Professor Sandra Ziesek nach Medikamenten, um Infizierten zu helfen. Beides hängt zusammen. Wenn ein Impfstoff zu schwach wirkt, sind Medikamente nötig. Am Institut für medizinische Virologie sind schon tausende Substanzen geprüft worden. Heilmittel, die es schon gibt und die vielleicht auch gegen Corona wirken könnten. Ungezählte Tests. Die werden zusammen mit dem Virus auf Zellen gegeben. Und dann schaut man, ob das Virus die Zellen infizieren kann oder ob die Substanz, die wir dazugegeben haben, diesen Vorgang stoppen kann, also blocken kann. Also im ersten Screen, den wir gemacht haben mit fast 5000 Substanzen, da haben wir schon einige Hits gefunden. Mit Hits sind Treffer gemeint, die sich lohnen, weiter erforscht zu werden. Und dann nimmt man sich die Top 50 zum Beispiel und wiederholt das auf einer anderen Zelllinie, um zu zeigen, dass der Effekt nicht spezifisch nur für eine Zelllinie ist, sondern auch möglichst auf verschiedenen Zellen einen Effekt hat. Und dann kann man sich wiederum davon die besten Hits nehmen. Mehrere Heilmittel haben schon angeschlagen, das Virus sogar zerstört, zumindest im Labor. Das geht beispielsweise so. Eine Körperzelle wird von Viren, hier lila, angegriffen. Das Medikament, gelb, schleicht sich heran, infiziert seinerseits die Viren und verhindert so, dass sie sich weiter vermehren. Wahrscheinlich wirksam gegen das Coronavirus sind bislang etwa das Ebola-Mittel Remdesivir und das Potenzmittel Papaverin. Namen, die kaum jemand kennt. Medikamente sollen die schweren Folgen des Virus für Lunge, Herz und Nieren lindern. Ob die Substanzen auch im menschlichen Körper etwas bringen, muss noch erforscht werden. Wann ist es soweit? Wir arbeiten alle so schnell, wie wir können. Aber gerade bei der Medikamentenentwicklung gibt es auch oft Nebenwirkungen. Gerade wenn die Medikamente nicht das Virus direkt treffen, sondern die Zelle, also die Wirtsfaktoren, und die haben ja eine natürliche Funktion bei allen von uns. Und wenn sie die hemmen, dann lösen sie meistens auch irgendwelche Nebenwirkungen aus. Und da darf man einfach keine Kompromisse eingehen. Professorin Sandra Ziesek hat schon im Februar ihr Institut ganz auf den Kampf gegen Corona eingestellt. Ob es etwas bringen wird? Zurück in Marburg. Vor 4 Tagen hat Cornelius Rode seine Mäuse geimpft. Der Weg ins Labor. Alle 3 Meter stöpselt sich Rode an die Druckluft, um seinen Anzug auf Überdruck zu halten. Sonst kann das Labor zum Todestrakt werden, wenn etwas passiert. Wir haben Rode eine Minikamera in den Helm gebaut. So sieht der Forscher seine Welt. Und seine Mäuse. Haben sie es überlebt? Was hat sich nach den 4 Tagen mit Impfstoff verändert? Hat er die natürliche Abwehr der Mäuse angeregt? Bei den Mäusen ist es so, wir sehen, ob es ihnen gut geht oder schlecht anhand ihres Verhaltens. Also wir sehen, verhalten sie sich normal, sehen sie gesund aus oder sind sie schon möglicherweise krank. Idealerweise, wenn der Impfstoff funktioniert oder die Therapeutika, die wir hier testen, dann sind die Mäuse ganz gesund und zeigen keinerlei Verhalten einer Krankheit. Zusätzlich überprüfen wir immer noch das Gewicht und auch die Optik, wie sie sich eben im Käfig verhalten, ob sie mit den anderen interagieren, ob eben ein normales Verhalten vorliegt, um so sicher zu gehen, ob es ihnen gut geht oder eben nicht. Die gute Nachricht, alle Mäuse haben überlebt und offenbar geht es ihnen gut. Rode strebt nach draußen. Nach wenigen Stunden heizt sich der Anzug auf. Die Körpertemperatur staut sich, der Mann steht im eigenen Saft. Beim Verlassen des Sicherheitslabors eine besondere Schleuse. Shampoo und Wasser aus Düsen, wie in der Waschstraße für Autos. Desinfektion total.
Mit seinen Mäusen hat Rode später noch zu tun. Ein paar müssen dran glauben, im Dienst der Wissenschaft werden sie obduziert. Noch ist den Marburger Virologen unklar, welche Menge des Impfstoffs die beste Wirkung bringt. Die Intensivstationen sind nicht mehr so voll wie noch im Frühjahr. Es sterben inzwischen viel weniger Menschen an Covid-19. Doch das Virus sucht sich weiter seinen Weg. Beim westfälischen Fleischwarengiganten Tönnies gibt es weit über 1500 Infizierte. Tausende Mitarbeiter in Quarantäne. Auch in Hessen einige Fälle. Anfang Juni infizieren sich 200 in einer Frankfurter Baptistengemeinde. Ausbrüche häufen sich wieder bundesweit. Professorin Sandra Ziesek ist besorgt, zumal 3/4 der Deutschen keine Angst vor Ansteckung haben. Wird es eine zweite Welle geben? Also das Virus ist ja nicht weg. Und wenn das Gesundheitsamt, was ja diese Nachverfolgung der Fälle akribisch im Moment macht, wenn die das nicht mehr schaffen, jeden Fall, den sie finden, nachzuverfolgen und die Kontakte zu isolieren und zu testen, dann kann sich das natürlich wieder die gleiche Situation ergeben wie im März, April. Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Das hören wir in Frankfurt wie in Marburg. Der Herr des Marburger Hochsicherheitslabors ist Professor Stefan Becker. Er ist der Chef von Cornelius Rode, der die Mäuseversuche macht. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an, sagt Becker. Die abgeschwächten Pockenviren, das könnten bald die Retter sein. Erfolgreiche Tierversuche sind nur erste Schritte. Und auch die sind noch nicht zu Ende gegangen. Na, wir möchten doch gerne wissen, ob er wirkt. Ja, wir wissen ja jetzt, wie er aussieht. Und wir wissen, was er vielleicht in Tieren macht. Aber wir wissen nicht, ob er in Menschen erstens mal sicher ist. Also ob es da nicht Nebenwirkungen gibt, die wir nicht erwarten. Und wir wissen nicht, ob die Immunantwort, die der Mensch macht, ob die wirklich dann so ist, dass wir hoffen können, dass der Impfstoff schützt gegen die Erkrankung. Und deswegen sind wir natürlich alle gespannt, wie das wird. Wie funktioniert der Impfstoff? Die Forscher haben Kuhpockenviren, hier orange, genetisch verändert. Die stellen dann harmlose Corona-Teile her. Die verteilen sich im Körper des Menschen. Auf diese fremden Teile soll das Immunsystem reagieren. Es bildet Antikörper. Ein Trainingsprogramm. Kommt später eine echte Infektion mit Coronaviren, erinnern sich die Körperzellen, die Antikörper blockieren das neue Virus. Der Mensch ist geschützt. Doch wie lange könnte der Schutz halten? Und in welcher Dosierung ist er am besten? Im Juni versprachen die Marburger noch, Anfang September werde es erste Tests an Menschen geben. Jetzt ist von Ende September die Rede. Also ich finde, wir sind sehr, sehr schnell geworden in den letzten Jahren. Also wir machen das ja nicht seit dem Ausbruch von dem SARS-Coronavirus, sondern wir arbeiten ja schon relativ viele Jahre jetzt an der Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Viren. Und wir haben die letzten Jahre damit verbracht, dieses Tempo zu steigern. Also wie schnell bekommt man das eigentlich hin, um einen neuen Impfstoff zu machen? Und wir sind gestartet, da hat das ungefähr 10, 15 Jahre gedauert und jetzt sind wir vielleicht vor Corona haben wir gerechnet damit, dass wir 1,5 bis 2 Jahre brauchen. Und jetzt innerhalb der Corona-Zeit geht das nochmal weiter runter, weil eben bestimmte Prozesse dieses Impfstoffherstellens nicht mehr nacheinander passieren, sondern parallel. Also wir machen ganz viele Phasen einfach parallel und dadurch spart man enorm viel Zeit. Ganz viele Phasen parallel heißt, noch während der Tests wird schon produziert. In Sachsen-Anhalt in Dessau. Bei IDT Biologica läuft der Impfstoff vom Band, einstweilen auf Halde. Kräftig subventioniert vom Staat. Wenn es zu Tests an Menschen kommt, soll alles bereitstehen. Forschungsleiter Andreas Neubert erzählt uns, die Pockenbasis des Impfstoffs kennt man bei IDT Biologica gut. Wir haben in der Vergangenheit eine Impfstoffplattform entwickelt für MERS-Coronavirus. Das hat uns gewaltig geholfen, dort schnell zu sein. Und es hat natürlich erst mal eine Weile gedauert, bis der Virusvektor entsprechend konstruiert war und dann entsprechend auch stabil war.
und wir anfangen konnten mit der Produktion. Leider dauert das immer sehr lange, aber die Sicherheit muss man sich natürlich nehmen, dass man weiß, dass dieser Kandidat auch wirklich funktioniert. Die Behörden schreiben vor, nach den Tierversuchen gibt es Versuche mit wenigen Menschen. Ist der Impfstoff überhaupt verträglich? Eine Genehmigung weiterzumachen bekommt man nur, wenn das der Fall ist. Sollten alle Tests erfolgreich sein, was wird die Impfung kosten? Es hängt davon ab, wie die Dosis dieses Impfstoffs aussehen wird. Wenn wir den Impfstoff sehr hoch dosieren müssen, dann wird er wahrscheinlich teuer werden. Also in der Regel kostet so ein Impfstoff in der Herstellung von den Herstellungskosten immer so etwa 7 bis 10 Euro die Dosis. Damit muss man rechnen. Im Verkauf wird das Mittel später ein Mehrfaches kosten. Wenn die Tests nicht klappen, muss der Hersteller das Zeug wegschmeißen. Die Impfstoffzulassung ist kompliziert. Nach den Tierversuchen kommen 3 Phasen mit Menschen. Zunächst werden bei wenigen Freiwilligen Tests auf Verträglichkeit gemacht. Dann wird mit ein paar hundert Menschen die Dosierung ermittelt. Schließlich die entscheidende 3. Phase. An tausenden Freiwilligen muss die Wirksamkeit erprobt werden. Dauert normalerweise 8 bis 10 Jahre. Bei Corona soll alles in wenigen Monaten möglich sein. Klingt gut. Ist das überhaupt zu schaffen? Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen ist die deutsche Zulassungsbehörde. Von 800 Mitarbeitern befassen sich mittlerweile 100 nur mit Corona. Wir treffen den Präsidenten der Behörde, Professor Klaus Tichotek. Was hält er von dem Marburg-München-Hamburg-Projekt? Das finden wir ausgezeichnet. Es geht ja darum, dass tatsächlich auch akademische Forscher ihre Grundlagenerkenntnisse sehr schnell in Produktentwicklung ummünzen. Und das Projekt aus Marburg, Hamburg und München, das ist ein kombiniertes sozusagen, ist durchaus erfolgversprechend. Und wir freuen uns darauf, hier die erste Genehmigungsanträge ansehen zu können und dann auch zu genehmigen, hoffentlich. Wir haben dazu schon wissenschaftliche Beratungen durchgeführt, kennen das Projekt aber aus publizierten Daten und natürlich von den Tagungen, an denen wir auch teilgenommen haben. Ich denke, es ist eins von den wichtigen Vektorprojekten, die unbedingt nach vorne gehen müssen. 2 Konkurrenzprojekte sind schon weiter, testen bereits mit Menschen. CureVac aus Tübingen und BioNTech aus Mainz. Deren Impfstoffe beruhen komplett auf künstlicher Gentechnik. Im Gegensatz zum Marburger Kuhpockenprojekt, das noch vor der Schwelle zum Test mit Menschen steht. Mitte August verkündet Russland überraschend die Zulassung des weltweit ersten Impfstoffes. Weder fanden zuvor international übliche Tests statt, noch sind irgendwelche Studien veröffentlicht. Ab Oktober will Russland seine Bürger impfen. Ein riskantes Experiment. Der Marburger Chefvirologe Becker sagt, alles unseriös. Das Problem ist hierbei die Abfolge, wie Russland hier vorgeht. Also dass die klinischen Tests eben nicht abgewartet werden, sondern dass man eben sofort zulässt. Und das kann man annehmen, wird aus Gründen gemacht, dass des Marketings oder der Wir sind zuerst. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht akzeptabel. Wie sehr könnte das denn das Vertrauen in Impfstoffe überhaupt aufs Spiel setzen, wenn da wirklich einiges nicht so läuft, wie es läuft? Genau, das ist das Problem und das ist meine große Befürchtung. Ja, wir haben ja insgesamt nicht so eine wirklich überwältigende Akzeptanz von Impfstoffen, weder für die klassischen traditionellen Impfstoffe noch für die neuen Impfstoffe, die gegen das Coronavirus gemacht werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die ohnehin schon etwas kritisch sind gegenüber Impfstoffen und auch gegenüber diesem neuen Impfstoff, dass deren kritische Haltung jetzt natürlich nochmal befeuert wird. Derweil widmet sich Beckers Mitarbeiter Cornelius Rode anderen Tests. Er arbeitet nicht nur mit Mäusen, sondern auch mit gezüchteten Körperzellen. Die Virologen wollen erforschen, wie viel Antikörper Menschen brauchen, um gegen Corona immun zu werden. So wird ermittelt, wie viel eines möglichen Impfstoffs nötig sein wird.
Rode spaltet in diesen Tests Blut von Patienten auf, die die Corona-Krankheit überstanden haben. Und was übrig bleibt, ist dann das Serum, in dem dann noch die Antikörper sind, also nur die Flüssigkeit quasi. Und in dieser befinden sich, wie gesagt, die ganzen Antikörper, die man dann untersuchen kann. Die natürlichen Antikörper hindern Viren, menschliche Zellen zu befallen. Es sind winzig kleine Teile, die an der Oberfläche des Virus haften und es damit blockieren. So kann es sich nicht mehr in die Zelle drücken und damit schwere Entzündungen provozieren. Ohne Impfstoff entstehen die schützenden Antikörper erst nach einer Ansteckung. Mit Impfstoff kann der Körper sich auf SARS-CoV-2 gut vorbereiten. Das Erste, was wir jetzt hier machen, ist einmal eine Verdünnungsreihe von unserem Antikörper, die ich jetzt hier anlege. Das bedeutet, wir gucken, bis zu welcher Konzentration das Serum und die Antikörper eben protektiv vor dem Virus schützen. Cornelius Rode mischt Serum und menschliche Zellen. Das Coronavirus wird er im Sicherheitslabor dazugeben. Hunderte mehr oder minder identische Tests sorgfältig dokumentiert und veröffentlicht, damit die Wissenschaftsgemeinde alles nachprüfen kann. Transparenz ist Standard, jedenfalls außerhalb Russlands. Der handelsübliche Kühlschrank hält die Zellen schön frisch. Sie müssen nagelneu sein. Sie leben noch. Und sind auch so viele Zellen drin, wie ich mir das vorstelle. Die rote Kiste ist gepackt. Es warten der Schutzanzug und einige Stunden schweißtreibender Arbeit im Hochsicherheitslabor. Rode, ein nüchterner Naturwissenschaftler, sagt, das kann wirklich was werden mit dem Marburger Impfstoff. An der Frankfurter Uni werden indes grüne Kisten gepackt. Im Büro von Professorin Ziesek. Sie arbeitet an vielen Stellen, um Corona zu stoppen. In der Medikamentenforschung, in der Zusammenarbeit mit den Forschern in Marburg und in praktischer Alltagsarbeit. Die Kisten werden zu 60 Kitas in ganz Hessen gefahren. Teststäbchen für eine Studie, wie entwickeln sich Infektionsketten bei Kindern. Die Abstriche, die zurückkommen, werden im Labor ausgewertet. Es gab ja jetzt kürzlich einen Fall, ne? Ja, das war ganz kürzlich erst. Da haben wir mit unserer Studie eine positive Erzieherin ermitteln können. Was heißt das dann für Sie, für diese Studie? Naja, das auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn macht, so eine Studie durchzuführen, weil die Frau halt keine Symptome hatte, also ihr gar nicht bewusst war, dass sie diese Erkrankung hat. Und wir vielleicht so schaffen, diese Infektionsketten schnell zu durchbrechen. Die Frau ist Ärztin. Reines Theoretisieren ist schön und gut. Aber ihre Wissenschaft guckt sich auch die Menschen an. Hallo Stefan, grüß dich. Zurück nach Marburg. Biologe Rode und sein Chef Becker arbeiten an einem vielversprechenden Impfstoff. Ihr Forschungsverbund bereitet Massentests an Menschen vor. Die dritte klinische Phase, die muss zwar auch an verschiedenen Orten stattfinden, aber trotzdem ist es in Deutschland schwer, eine genügende Anzahl von Patienten zu finden, sodass man sagen kann, der Impfstoff wirkt tatsächlich oder dass man das überhaupt dass man das überprüfen kann. Das heißt, die Infektion muss aktuell sein. Ja, man muss deshalb in Bereiche gehen, in Gebiete gehen, wo noch viel Infektionen stattfinden. Also das wäre jetzt irgendwo in Südamerika, vielleicht in den USA. In Indien sicherlich, ja. Das macht es natürlich schwerer, diese klinische Prüfung durchzuführen, organisatorisch rein. Aber das muss man machen, sonst kriegt man keine Auskunft darüber, ob der Impfstoff tatsächlich wirkt und schützt. Die Organisation wird bei den Hamburger Partnern des Forschungsverbundes liegen. Noch ist es nicht soweit. Biologe Cornelius Rode ist immer optimistischer geworden, was die Wirkung des Marburger Kuhpocken-Corona-Impfstoffs angeht. Die Mäuse- und Zellversuche sollen Anfang September fertig sein.
Schon jetzt zeigen sich gute Ergebnisse. Den geimpften Versuchsmäusen hat das Coronavirus nichts angetan. Im Wissenschaftsjargon eine gute Immunantwort. Wir sehen ja hier wirklich eine gute Immunantwort. Da sind viele Antikörper ausgebildet worden. Da sieht man einen ganz klaren Effekt dann. Und dann können wir ja wirklich hoffen, dass dann demnächst der Impfstoff in den Menschen das dann auch zu einem solchen Schutz führt. Wir hier so eine Neutralisation sehen, wie bei den beiden jetzt zu sehen. Genau. Aber Hamburg ist quasi nur ein Teil. Also da werden die Menschentests gemacht tatsächlich. In der ersten Stufe, in der zweiten Stufe, in der dritten Stufe. Aber Marburg ist noch beteiligt. Ja, also auch in Marburg werden wir natürlich weiter da jetzt mitarbeiten an dem Gesamtprojekt. Wir werden dann vor allem, die Menschen werden ja dann über einen Zeitraum analysiert oder untersucht. Da geht es dann um die Immunantwort auf der einen Seite, um die Verträglichkeit, also welche Nebenwirkungen treten auf. Wir kriegen dann Blutproben von den Patienten und die werden dann eben an uns weitergeleitet. Und wir gucken dann, ob die Antikörper gebildet wurden und diese eben dann auch schützen vor einer Coronavirus-Infektion. Bis ein Impfstoff marktfähig wird, gilt es noch einige Hürden zu nehmen. Das ist nach vielen Gesprächen klar. Gibt es eine Chance, dass das Coronavirus verschwindet, wie vor 17 Jahren SARS-1? Verschwinden ist schwierig, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es sein kann, dass es entweder einen Impfstoff gibt und dann hat das Virus natürlich Probleme, weitere Wirte zu finden. Es kann sein, dass sich das Virus verändert durch Mutationen und zu einem weiteren Erkältungs-Coronavirus wird, also abschwächt. Das ist auch gut möglich. Und das ist aber rein spekulativ. Also welchen Weg das Virus nehmen wird, hat es mir leider noch nicht verraten. Wir hoffen ja, dass das schnell geht, aber ich glaube, dass diese Hoffnung schließlich und endlich vergebens sein wird, weil das Virus hat sich jetzt so stark etabliert in der menschlichen Population, und zwar weltweit, das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern weltweit, sodass man nicht darauf hoffen kann, dass das Virus jetzt komplett verschwindet wieder. Und das bedeutet dann, dass man sich immer wieder darauf einstellen muss, dass das Virus an irgendeiner bestimmten Stelle auf der Welt wieder neue Menschen infiziert und von da aus dann Infektionen weltweit gestartet werden können. Also ich glaube, man muss damit rechnen, dass wir dieses Virus noch eine ganze Zeit lang unter uns haben werden. In der Marburger Universität und anderswo arbeiten hochqualifizierte, vernünftige Menschen, keine Wunderheiler und Spinner. Es geht ihnen um Medikamente, Impfstoffe und um Vertrauen. Uns sind seriöse Wissenschaftler begegnet, die nicht aus der Hüfte schießen. Wann kommt dann der Impfstoff, Ihr Impfstoff, wenn alles gut geht? Also wenn alles gut geht, rechne ich damit, dass das in der Ende der ersten Jahreshälfte von dem nächsten Jahr passieren wird. Also noch im Sommer? Hoffentlich im Sommer oder gegen Ende des Jahres. Also das lässt sich einfach noch nicht vollständig vorhersagen. Das liegt natürlich dann an den Studien, die wir machen, an der Phase-3-Studie, die dann auch schon geplant ist. Und der Impfstoff wird natürlich erst zugelassen, wenn die Phase-3-Studie abgeschlossen ist. Und wann das genau ist, wissen wir nicht. Prognosen sind schwierig. Forschung braucht ihre Zeit, Vernunft und Transparenz. In Marburg geht es eben anders zu als in Moskau.